Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Kino des DFF zum Filmprogramm von hier, Filme als Archive der Migrationsgesellschaft. Der Anlass des heutigen Tages, wieso wir uns zusammenfinden, ist eine Podiumsdiskussion, die gleich beginnen wird. Vorher würde ich noch ein paar kurze, ja, einleitende Worte zur Filmreihe und vielleicht auch zur Genese, wie es jetzt zu dieser Podiumsdiskussion gekommen ist, sagen. Die Filmreihe von hier wurde von Tobias Hering und mir, Björn Schmidt aus dem Haus hier, zusammengestellt und soll Wechselbeziehungen zwischen Filmproduktion, Archivierung und Migrationsbewegungen untersuchen. Und der Untertitel der Reihe Filme als Archive der Migrationsgesellschaft deutet schon ein bisschen darauf hin, worum es uns dabei gegangen ist. Also wir wollten vor allem Werke zeigen, die bisher kaum gezeigt wurden oder seltener zu sehen sind und häufig quasi von exilierten Filmemacherinnen, migrantischen oder sogenannten nicht-deutschen Filmemacherinnen quasi produziert wurden. Und diese Filme vor allem deswegen marginalisiert wurden, weil sie eben, weil diesen Macherinnen zugeschrieben wurde, dass sie nicht von hier sind. Und der Impuls dann bei uns entstand, diese Zuschreibungen eigentlich erstmal zu hinterfragen, wieso werden bestimmte Filme zur deutschen Filmgeschichte gezählt und andere nicht. Und die Idee vom Film als Archiv zielt auch in diese Richtung, dass wir mit den von uns ausgewählten Filmen zeigen wollten, dass in diesen Filmen auch, dass diese Filme auch als Archiv funktionieren und in ihnen Sachen, Zeitgeschichte, Haltung, eine Form der Begegnung oder Gemeinschaft enthalten sind, die vielleicht die offizielle Geschichtsschreibung oder den bekannteren Filmen anders artikuliert werden und sich durch diesen Blick auf das bisher weniger gezeigte oder sogenannte AußenseiterInnen-Perspektiven vielleicht Dinge zeigen oder neu perspektivieren lassen. Und ein weiterer Impuls, quasi diese Reihe zu machen, war eben auch Diskursen um Migration oder ja, überholte Begriffe wie Integration ja, kritisch neu zu perspektivieren und auch etwas entgegenzusetzen, weil sich eben durch diesen Blick in die Vergangenheit oder in die selten gesehene Vergangenheit oft dann auch Kontinuitäten zum Beispiel von rassistischen Dynamiken aufzeigen lassen oder eben auch ja, zeigen lässt, dass es eben immer wieder auch Widerstand dagegen gegeben hat und das vielleicht gar nicht so im breiteren Verständnis von jetzt Filmen, die man normalerweise in diesem Zusammenhang des Migrationskinos setzt, da gar nicht vorkommt. Und was wir eben aufzeigen wollten mit den bisherigen Filmen, war Perspektiven auf Migration, aber auch eine sogenannte Perspektive der Migration einzunehmen, die eben zeigt, wie vielschichtig und ja, mehrdeutig dieses Ereignis der Migration sein kann und dass es eben keinen Sinn macht, das in nationale Grenzen einzupacken, sondern dass diese Filme, die wir zeigen, der Reihe, die eben zwischen verschiedenen Ländern entstanden sind, auch ein bisschen dazu auffordern, ja, Migration als transnationales Ereignis und eben Filmgeschichte auch transnational zu denken. Die Filme der Reihe sind in verschiedenen Kontexten entstanden und wir haben sie auch in verschiedenen Kontexten gefunden. Also zum einen in offiziellen großen Archiven, jetzt wie dem Bundesarchiv in Berlin oder eben hier im dem Filmarchiv hier im Deutschen Filminstitut oder aber auch in kleinen Privatarchiven, dass sie gar nicht richtig archiviert wurden und eben erst durch gewisse Anstrengungen bei den FilmemacherInnen selbst zum Teil gefunden wurden. Und im Nachdenken über diese Reihe kam relativ früh dann die Idee auch, dass diese Fäden, die sich da bei uns entsponnen haben, so zwischen Archiv, der Zugänglichmachung, aber auch quasi in der gesellschaftlichen Dimension dann eigentlich so weit führen, dass es zu kurz gedacht wäre, das jetzt auf so einen engen Kontext festzusetzen, der eben sich nur mit Filmen oder der Filmgeschichte oder eben dem Archiv beschäftigt, sondern wir eigentlich früh die Idee hatten, das auszuweiten und eben breiter zu diskutieren. Und so kam eben dann auch die Idee für diese Podiumsdiskussion, auch weil wir gemerkt haben in der Vorbereitung der Reihe, dass es ja nur ein erster Schritt sein kann, diese Filme jetzt erstmal wieder hervorzuholen, zu zeigen, in einem Publikum vielleicht die Chance zu geben, die Filme zu sehen, aber es eigentlich zu kurz gedacht wäre, jetzt an diesem Punkt zu stoppen und dann quasi zum nächsten Thema weiterzuziehen und dann diese Filme wieder quasi in die Archive zurückzuführen und dort liegen zu lassen. Also dass eigentlich die Fragen, die diese Filme anstoßen und auch das Zeigen dieser Filme anstößt,
viel breiter diskutiert werden sollen und auch jetzt gemerkt haben in der Präsentation dieser Filme und eben dem Kontakt mit dem Publikum, dass es auch viele Fragen aufwirft, die ja weiter diskutiert werden sollten. Deswegen bin ich wahnsinnig froh, dass wir heute quasi mit vier Diskutantinnen quasi die Themen dieser Reihe aufgreifen können, aber eben auch in einen neuen Kontext stellen können. Und ich bin Aurora Rodoneau wahnsinnig dankbar, dass sie sich bereit erklärt hat, die Moderation zu übernehmen. Ich werde jetzt gleich das Mikrofon quasi abgeben und mich auch selber ins Publikum begeben. Möchte vielleicht vorher noch mal kurz in meinen Notizen gucken. Aber nee, ich habe eigentlich alles, alles gesagt. Und genau, Aurora wird die Diskussion moderieren und ich möchte aber mich quasi nicht nur bei ihr bedanken, sondern bei allen Diskutantinnen des heutigen Tages, weil es mich wirklich freut. Und im Vorgespräch habe ich auch schon gemerkt, dass sich da dass so viele Fäden hier zusammenlaufen und quasi wieder neue Fragen aufwerfen, dass ich wirklich sehr glücklich bin, dass das jetzt doch geklappt hat, dieses Zusammentreffen. Genau, vielen Dank euch. Ja, vielen Dank auch meinerseits. Ich drehe mal hier den Tisch um, damit Ceren Türkmen, die zugeschaltet ist, uns sieht. Und können wir Ceren sehen? Ja, wunderbar. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Mein Name ist, wie gesagt, Aurora Rodoneau. Ich habe heute die große Freude, das Panel zu moderieren mit den Gästinnen, die hier sitzen. Das ist zu meiner Rechten Marta Preciado, Migrationsberaterin bei der Diakonie Hessen. Das ist zu meiner Linken Christine Kopf, Abteilungsleiterin hier im Haus für Filmvermittlung und Filmbildung. Und das ist on the screen Ceren Türkmen, Soziologin und Aktivistin, Mitinitiatorin der Initiative Duisburg 1984. Herzlich willkommen und schön, dass ihr alle da seid. Und danke, dass Sie, liebes Publikum, so zahlreich erschienen sind. Ceren, hier sitzen sechs Menschen, aber es ist sehr schön. Wir haben ein knallrotes Kino. Ich weiß nicht, ob du das Frankfurter Kino kennst. Es ist ein schönes Kino. Ja, die Podiumsdiskussion heute trägt den Titel Kino, Geschichte und Archive der Migrationsgesellschaft. Mit diesem Titel und mit diesem Panel, das sich hier einbindet und einbettet in die von Björn eben genannte Filmreihe von hier, Filme als Archive der Migrationsgesellschaft, soll es darum gehen, der Frage nachzugehen, wessen Geschichte wird eigentlich erzählt und warum ist es überhaupt notwendig, sich die Frage zu stellen, was ein Archiv in der Migrationsgesellschaft sein kann. Also, wessen Geschichte wird erzählt und welche Geschichten finden Eingang in die Archive und welche nicht? Denn Geschichten zu schreiben ist kein unschuldiger Akt. Schaut man sich die Archivlandschaft in Deutschland, aber auch andernorts an, ist die Herausbildung von Archiven klassischerweise mit der Bewahrung von privilegierten Zeugnissen verbunden. Das heißt, es gibt so etwas wie dominante Erzählungen. Insbesondere staatliche Archive und Erinnerungsstätten folgen der humanistischen Vorstellung, Archive seien neutrale, objektive Instrumente für die Arbeit am kollektiven Gedächtnis und folglich das Ergebnis bewusster Bemühungen, die bedeutendsten Teile dessen zu sichern, was der französische Soziologe und Philosoph Maurice Halbwachs, der im Wesentlichen den Begriff des kollektiven Gedächtnisses mitgeprägt hat, als das Prestige der Vergangenheit nennt. Damit ist das Archiv der HumanistInnen ein nachträgliches Instrument für vergangene Spuren und Dokumente, die als erinnerungswürdig und aufbewahrungswürdig erachtet werden. Nun stellt sich aber tatsächlich die Frage, welche Spur, welche Erinnerung ist denn erinnerungswürdig? Und wer entscheidet unter welchen Voraussetzungen über diese Würdigkeit? Es erscheint aus heutiger Sicht als eine Art Banalität, die uns die Kulturwissenschaften und andere Wissensformationen gelehrt haben, dass die Unsichtbarkeit von Geschichten eine Frage von Macht ist. Damit ist gemeint, dass nicht alle Geschichten gleichermaßen in die Erinnerungsspeicher unserer Gesellschaften einfließen, sondern dass narrative Erzählungen erzeugt werden und es strukturelle Bedingungen und Strategien gibt, die Ungleichverhältnisse in Bezug auf die Sichtbarmachung und Erinnerung produzieren. So warnt beispielsweise die nigerianische Schriftstellerin und Feministin Chimamanda Ngozi Adichie in ihrem TED-Talk The Danger of a Single History,
Die Gefahr der singulären Geschichte aus dem Jahr 2009, einen Talk, den Sie vielleicht kennen und ansonsten, den ich Ihnen sehr ans Herz legen kann. Sie warnt davor, singuläre und geschlossene Narrative über Menschen und Orte zu konstruieren, wie dies am Beispiel der vielen viktimisierenden Afrika-Bilder zu konstatieren sei. Krieg, Bilder des Krieges, der Krise, der Krankheit oder der Korruption. Damit würden Menschen und Orte in homogenisierende Bilder festgeschrieben und Blicke über das vermeintlich Andere, was sozusagen auch medial hergestellt wird, an der Herstellung dieser sogenannten Anderen nicht, an deren Herstellung diese sogenannten Anderen nicht beteiligt sind, weil ihnen beispielsweise die Zugänge zu den Produktionsstätten von Erinnerung fehlen, also zu den Museen, zu den Archiven, zu den Universitäten, zu den Medieninstitutionen und so weiter. Sowohl dem Archiv und der Erinnerungsarbeit identitätsstiftende Eigenschaften inne, verstanden als Speichersystem oder als Depot von Gedächtnis, die institutionell vielfach dafür eingesetzt werden, um homogene, nationalstaatlich orientierte Gemeinschaften zu fabrizieren. Denn was aus historischen Archivbeständen zu archetypischen, oft als überzeitlich gültig erlebten Narrativen kondensiert wird, ist nicht objektiv, sondern vielmehr interessengeleitet und auf Bestätigung angelegt. Hier nur ein Beispiel. So haben sich zum Beispiel die Bomben auf Dresden in die Gehirne der bundesrepublikanischen Geschichte eingeschrieben, während die deutsche Belagerung Leningrads oder die Besatzung in Italien oder in Griechenland oder die GastarbeiterInnengeschichte in der Bundesrepublik oder die VertragsarbeiterInnen in der DDR vergleichsweise weiße Flecken im nationalen Gedächtnis sind. Wie aber, und das ist eine der Fragen, die ich gerne mit euch diskutieren möchte, wie aber können wir alternative Archive bauen, die nicht nur historisches und dann eben privilegiertes Wissen bewahren, sondern die Geschichten und Geschichte marginalisierter Gruppen zum Ausgangspunkt nehmen für ein Nachdenken über eine Zukunft, die im besten Sinne radikaldemokratisch ist. Diesen und ähnlichen Fragen möchte ich gerne mit euch nachgehen. Und hier sitzen also zu meiner Rechten Marta Prasiado. Marta, du wurdest in Griechenland geboren im Jahre 1959 und deine Familie war 1968, glaube ich, deine Mutter und ein Jahr später dein Vater nach Deutschland gekommen. Und du bist deinen Eltern im Jahre 1972 gefolgt, hier nach Frankfurt, wo du bis heute mit deinen beiden Söhnen lebst. Auf dem zweiten Bildungsweg hast du soziale Arbeit studiert und arbeitest seit 1988 bei einem kirchlichen Wohlfahrtsverband im Bereich Migration. Hier, das ist die Diakonie Hessen, bist du Referentin für Migrationsberatung und erwachsene Zuwanderer und interkulturelle Projekte. Ansonsten habe ich gelesen und gesehen, dass du auch im Besonderen in der interkulturellen Frauenarbeit tätig bist. Das würde mich auch sehr interessieren. Und du hast in der Corona-Zeit ein Buch geschrieben. Das halte ich hier mal hoch. Du hast sozusagen die Zeit genutzt, um ein Buch zu schreiben, das da heißt Geschichten, die das Leben schreibt. Und auch darüber werden wir reden. Schön, dass du da bist. Dann ist hier bei uns on the screen Ceren Türkmen. Ceren, du bist Soziologin, Aktivistin und Lehrbeauftragte an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Und zudem arbeitest du als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie. Deine Bereiche sind Rassismus, Migrationspolitik, Racial Capitalism, Hegemonieanalyse und urbane soziale Bewegung. Und seit den 90er Jahren bist du auch aktivistisch unterwegs. Das ist auch ein Kontext, aus dem wir uns kennen. Und 2017 hast du die Initiative Duisburg 1984, bei der es darum geht, einen Anschlag in Duisburg, wovon die Familie Satir betroffen ist, aufzuarbeiten gemeinsam mit der Familie. Und bist unter anderem auch Vorstandsmitglied des Instituts für Solidarische Moderne. Im Jahre 2008, und das ist vielleicht auch für diesen Zusammenhang interessant, hast du ein Buch herausgegeben, das heißt Migration und Regulierung. Und hier hast du dich auch mit der Darstellung von Migration im deutschen Film beschäftigt, also quasi vom Opfernarrativ hin zur Culture-Clash-Komödie und so weiter. Und hast das unter dem Stichwort der kulturellen Differenz analysiert oder der Kulturpolitik der Differenz analysiert. Im letzten Jahr ist ein Artikel von dir erschienen in diesem auch wundervollen Buch Erinnern stören, herausgegeben von Lydia Lirke und Massimo Perinelli. Das ist ein
Buch, das postmigrantische und jüdische Perspektiven zusammenführt und ausgehend von den migrantischen Kämpfen, kann man sagen, oder von den Menschen, rassifizierter Menschen, eine Art Geschichtsschreibung von unten betreibt. Außerdem warst du beteiligt an einem Film beziehungsweise hast die Recherche gemacht für einen Film, der heißt Dunkelfeld. Und das ist ein Film, der eben genau über diesen Anschlag spricht und quasi eine Art historische Aufarbeitung macht. Auch darüber wollen wir sprechen. Schön, dass du auch hier bist. Bist du in Berlin? Okay, gut. Und zu meiner Linken Christine Kopf. Christine, du hast Filmwissenschaft, deutsche Philologie, Kulturanthropologie in Wiesbaden. Nicht in Wiesbaden, Quatsch, in Frankfurt studiert. Du bist eine Frankfurterin, oder? Egal. hast an verschiedenen Festivals warst du beteiligt, unter anderem eben hast du viele Jahre bei dem Festival Go East Festival des mittel- und osteuropäischen Films gearbeitet. Du hast verschiedene Konzepte für verschiedene Häuser entwickelt und dann eben auch viele, viele Jahre hier für das DFF, also damit bist du ja schon seit 20 Jahren, glaube ich, verbunden, hast verschiedene Programme hierfür kuratiert und seit 2013, genau, leitest du hier am Deutschen Filminstitut und Filmmuseum die Abteilung Filmbildung und Filmvermittlung. Von 2013 bis 2019 warst du Kuratorin für den Filmpreis der Robert-Bosch-Stiftung für internationale Zusammenarbeit zwischen jungen Filmemachern aus Deutschland und der arabischen Welt. Und hier am Haus bist du auch seit 2021 unter anderem zuständig für die strategische Entwicklung des Hauses. Ja, das sind viele, viele Aufgaben. Du hast auch zahlreiche Filmprojekte mit aufgesetzt und wir kennen uns wiederum von einem Projekt, was in Kooperation mit anderen Partnern ist, unter anderem mit der Kulturstiftung, mit der Bundeszentrale für politische Bildung, dem Österreichischen Filmmuseum und Kinovision, das da heißt interkulturelle Filmbildung. Das heißt, du bist also schon seit vielen Jahren auch auf diesem Feld unterwegs, wie man ja, filmische Archive umschreiben kann und sie sozusagen ja, gemäß der Migrationsgesellschaft anders denken kann. Ich würde nun gern zum Einstieg eine allgemeine Frage an euch drei stellen, was etwas mit unserem Titel zu tun hat und euch fragen wollen, in welchem Verhältnis stehen eigentlich für euch die Felder Kino, Geschichte, Archive und Migration? Soll heißen, wie wird aus eurer Perspektive die Geschichte der Migration in Deutschland erinnert und archiviert und wessen Geschichte wird eigentlich erzählt und wessen Geschichte wird unsichtbar gemacht? Wer möchte starten? Martha, magst du beginnen? Dann fange ich an. Was heißen für dich? Kann man Frau Prasiadu hören? Okay. Ich höre mich so schlecht, deshalb. Wessen Geschichte wird nicht erzählt, würde ich sagen, das ist die Geschichte der Gastarbeiter, der ersten Generation der Migranten, die schon Ende der 50er Jahre eingewandert ist nach Deutschland. Und das hat wiederum damit zu tun, dass Deutschland sich erst sehr spät als Einwanderungsland definiert hat, und zwar erst seit 2005. Also davor war die ganze Migration auch auf Rückkehr ausgerichtet. Ich glaube, die meisten im Publikum sind noch relativ jung. Also ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können. Es gab in den 80er Jahren das sogenannte Rückkehrgesetz, damals mit der Regierung Kohl. Also die Gastarbeiter hatten die Möglichkeit, ihre Rente sich vorher auszahlen zu lassen, aber nur die Beiträge, die die Arbeitgeber bezahlt haben, und dann konnten sie zurückkehren in ihre Heimatländer. So viele haben das in Anspruch genommen, was sie hinterher bereut haben. Aber ich denke, dass diese Geschichte gar nicht erzählt wird und dies, wenn überhaupt, bekannt auch nur in den eigenen Familien. Also und deshalb fände ich es wichtig und ich finde es gut, dass ihr diese Filmreihe macht, wo solche Geschichten auch erzählt werden können. Vielleicht erstmal so viel. Vielen Dank. Ceren, was hast du dazu?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Und ich denke, dass ich eigentlich Martha in jedem Falle folgen kann. Die Geschichte der ersten Generation der Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern ist meines Erachtens gerade eine sehr umkämpfte Geschichte, also ein umkämpftes Objekt innerhalb der Geschichtsschreibung und innerhalb der deutschen Geschichtsschreibung. Und ich denke, dass die Geschichtsschreibungsprozesse aktuell in einer Transformationsphase sind, weil es sehr schlagkräftige und wichtige Auseinandersetzungen gegeben hat. Und diese Auseinandersetzungen wirken sich natürlich auch auf die Erinnerungspolitiken, das kollektive oder das Schreiben des kollektiven Gedächtnisses aus. Wir haben, also Geschichte wird einfach in der Gegenwart geschrieben. Geschichte bezeichnet vor diesem Hintergrund nicht nur die Vergangenheit oder etwas Vergangenes, sondern eine Kontinuität sogar des Vergangenen, weil wir diese Geschichte eben auch auf Basis der aktuellen Auseinandersetzung und der Errungenschaften von sozialen Kämpfen, von Kämpfen von Migrantinnen und Migranten, von rassifizierten Menschen schreiben und auch schreiben, ja, dazu herausfordern, diesen Prozess neu zu schreiben. Deswegen sind wir gerade tatsächlich in einer, ich beobachte, eine wichtige Transformationsphase im Gegensatz zu im Gegensatz zur Zeit vor den 2000ern war das Kapitel Gastarbeitsmigration, war das Kapitel Migrantinnen oder in irgendeiner Weise fremdgemachte soziale Gruppen in Deutschland, war das Thema Kolonialismus, deutscher Kolonialismus ja gar nicht Teil der Geschichtsschreibung oder der Erinnerungspolitik. Und aktuell gibt es Bemühungen in die Richtung. Deswegen ist es ein wichtiger, umkämpfter Prozess. Und aktuell heute, beziehungsweise wir sind ja jetzt einen Monat vor dem Jubiläum des 60-jährigen Anwerbeabkommens mit der Türkei. Und auch jetzt beginnen sozusagen schon wieder auch von höchster politischer Ranghöhe aus sozusagen Veranstaltungen, Diskurse, Debattenbeiträge etc. Und das ist wichtig. Wenn wir uns aber diese Geschichte angucken, wie sie geschrieben wird und wer sie schreibt und welche Körper innerhalb dieser Geschichte erzählt werden, wie sie dargestellt werden und welcher Blick, also the gaze, was auch die Dokumentation angeht, welcher Gaze oder Blick an der Stelle, welcher dominierende Blick an der Stelle auch tatsächlich zur Geltung kommt in der Darstellung dieser Geschichten und Körper, denke ich, ist es wieder eine Wiederholung dessen, was wir bisher erlebt haben. Es ist die Amnesie der Perspektive von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern, von Rassismusbetroffenen, von Migrantinnen und Migranten in Deutschland, in Ost wie auch West. Und neben der Amnesie ist es auf jeden Fall auch nach wie vor, also die Amnesie ist verbunden mit einem Dunkelfeld. Ich finde, sie wird immer noch mit den dominierenden Erzählstrategien erzählt. Es ist die Integration gewesen, die Herausforderung, dass sich Menschen integrieren an deutsche Verhältnisse, was auch immer das sein soll. Das wurde nie erläutert. Also die AfD macht es auf ihre Art und Weise, ansonsten ist es sozusagen immer gekoppelt an die Erzählung der Leitkultur. Und vor diesem Hintergrund, dass immer sozusagen bis in die 2000er hinein dieser, oder aktuell nach wie vor, diese Herausforderung, sich zu integrieren und anzupassen. Eine Weile wurde ja auch von Assimilation gesprochen, so bis in die 80er, 90er hinein. Aber aktuell ist es eben eine andere Seite dieses Integrationsnarrativs, aber es ist immer noch das Integrationsnarrativ und das und zwar das Narrativ der geglückten Integration. Also jetzt wird sich bedankt tatsächlich. Dieses Jahr ist tatsächlich das Jahr, wo sich bedankt wird, so als ob die Politik es verpasst hat, sich zu bedanken für die Arbeit, für die tüchtige Arbeit von Migrantinnen und Migranten, die gemeinsam Deutschland mit aufgebaut haben. Und das ist natürlich ein Narrativ, wo dieses Dunkelfeld fortgesetzt wird. Und zwar das Dunkelfeld des Rassismus, das Dunkelfeld der Geschichten, die Migrantinnen und Migranten von ihrem Leben selber auch erzählt haben. Das sind gänzlich andere Geschichten. Und ich gebe ein Beispiel.
Ja, ich habe diese Frage natürlich auch in meiner eigenen Familie diskutiert und darüber nachgedacht, wie Sie sozusagen auf diese neue Gedenkkultur reagieren. Und das Interessante ist, dass mein Vater tatsächlich, der als Gastarbeiter hierher gekommen ist und noch im Stahl gearbeitet hat, bestimmt 40 Jahre, sich in keinster Weise mit dieser Form der Gedenkkultur identifizieren kann. Im Gegenteil, er hat jetzt natürlich auch nicht den Begriff oder nicht die Form der Kritik, die wir haben, aber er sagt immer, naja gut, also was kann ich damit anfangen, dass sie sich heute irgendwie bei uns bedanken? De facto habe ich doch immer noch nicht das gleiche Wahlrecht wie Menschen, die hier die deutsche Staatsbürgerschaft, aus welchen Gründen auch immer, im Gegensatz zu mir besitzen. Und das ist fundamental. So, also auf der Ebene des institutionellen Rassismus, auf der Ebene der Ungleichbehandlung, der institutionellen, der rechtlichen Ungleichbehandlung, sehen wir doch, wenn wir uns die Gegenwart anschauen, eine Kontinuität dessen, was die Geschichte der Migration immer auch begleitet hat. Es hätte nicht so sein müssen. Das ist in keiner Geschichte so festgeschrieben, aber es ist so geworden, dass die Geschichte der Migration immer auch begleitet war vom Rassismus in Deutschland. Und dieses Dunkelfeld, das setzt sich fort in einer Kontinuität. Das heißt, Menschen, die heute nach wie vor rassistische Gewalt zu beklagen haben, sich nicht sicher fühlen, von der Corona-Pandemie sehr viel stärker betroffen sind, gesundheitlich, als nicht migrantisierte, nicht rassifizierte Menschen. Diese Menschen stellen sich heute die Frage, was habe ich sozusagen von einer Gedenkpolitik, die sich jetzt irgendwie bei mir bedankt, wenn ich nach wie vor hier nicht wählen darf? Und das sind die Widersprüche. Also einerseits Amnesie und das Dunkelfeld. Das Dunkelfeld, was wir immer noch erzählen müssen. Vielleicht, so viel zu deiner Frage. Ja, vielen Dank. Hiermit hast du schon mal sehr, sehr viele Felder aufgemacht. Tine, wie sieht es beim filmischen Erbe aus? Gibt es da auch so eine Art Dunkelfeld? Und wie würdest du diese Begriffe eben von Film, Archive und Migrationsgesellschaft zusammendenken? Du hattest uns ja die Aufgabe sozusagen gestern irgendwie gegeben, drüber nachzudenken sozusagen was Kurzes vorzubereiten. Zu leise? Ja. Was mir eingefallen sind eigentlich zwei Filme zu dem Verbinden der drei Begriffe. Und vielleicht muss ich aber zuerst mal sagen, dass ich ja sozusagen von uns Vieren jetzt gerade diejenige bin, die keine persönliche oder familiäre Migrationsgeschichte irgendwie hat, also ein bisschen aus einer anderen Perspektive gerade spreche. Das wollte ich nochmal so vorausschicken. Und von den zwei Filmen, die mir eingefallen sind, fange ich mal mit dem Jüngeren an. Und das ist Semra Ertan, den ich durch dich eigentlich, Aurora, kennengelernt habe. Ich habe den Film nicht gekannt. Und in unserem Projekt Interkulturelle Filmbildung hast du sozusagen ja ganz stark diese Position vertreten, auch dieses situierte Wissen, aber vor allem auch die Perspektive der Migration sozusagen in unseren Filmbildungsdiskurs mit einzubringen. Und alle Beteiligten haben da, glaube ich, auch unglaublich viel von gelernt. Und ich habe jetzt Semra Ertan, damals war das, als du ihn vorgestellt hast, in der Fortbildung für Multiplikatorinnen aus der Filmbildung nur online irgendwie gesehen und jetzt aber in Björns Reihe sozusagen letzte Woche Sonntag irgendwie nochmal hier auf der Leinwand. Und der ist mir sofort eingefallen aus ganz vielen Gründen. Zum einen ich bin einfach sozialisiert und aufgewachsen und habe ganz viel nicht mitgekriegt. Ich habe nicht mitgekriegt, wer Semra Ertan ist, und ich habe nicht mitgekriegt sozusagen, dass sie sich verbrannt hat und warum sie sich verbrannt hat. Das ist einfach nicht Bestandteil meines Wissens. Ich wäre auf diesen Film sozusagen nicht gekommen, wenn wir nicht ein Projekt gemeinsam gemacht hätten, wo es um interkulturelle Filmbildung geht und ganz dezidiert um die Erweiterung der Filme, mit denen wir in der Filmbildung arbeiten. Und als ich ihn jetzt auf der Leinwand nochmal gesehen habe, ist mir natürlich auch ganz stark aufgefallen. Wir hatten ja dann auch online zugeschaltet die Regisseurin Canan Bilyamaya, die eben auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit Archivmaterial umgegangen ist, also mit einer, ich glaube, es war WDR-Sendung, meine ich, genau, WDR-Sendung, die
dass sie sicherlich auch aus einem Fernseharchiv, aus einem Archiv eines Senders genommen hat und auf sozusagen der Zugriff auf dieses Archiv und die Art und Weise, wie sie das Archivmaterial eingesetzt hat, hat sie auch nochmal gesagt, dass der WDR-Beitrag sozusagen eigentlich ihre Tante, nämlich Semra Ertan, zum Verschwinden gebracht hat und dass sie aber sozusagen sich das Material angeeignet hat und wie sie es in ihre eigenen Film eingebracht hat, sozusagen Semra Ertan eben wieder hervorgeholt hat und gezeigt hat. Und ich hoffe nur sehr sozusagen, dass der Film irgendwann in einem auch in einem nationalen Archiv landen würde. Sozusagen, das wäre die Perspektive, die ich hätte. Und ich muss nach der Podiumsdiskussion gleich mit Björn drüber sprechen, was mit den Filmen, die er jetzt irgendwo aufgetan hat und die noch nicht aus Archiven gekommen sind, was wir damit jetzt eigentlich tun. Genau, das war der eine Film, der mir zu dieser Verbindung der drei Begriffe einfiel und vielleicht auch zu der Verbindung, die wir haben. Und der zweite Film ist noch viel älter, der mir einfiel, Le Chiriqui von Segundo de Chaumont von 1907. Und der Film hat bei uns in der Filmbildung, in der Abteilung sozusagen sehr wichtige Positionen. Wir haben ihn nämlich ausgewählt für ein Format, was wir machen. Das Format heißt Minifilmclub. Und er läuft aber auch bei uns in der Dauerausstellung, sozusagen im ersten Stock, und ist also permanent sozusagen für Publikum zugänglich. Und erst in einer Fortbildung bei unserem interkulturellen Filmbildungsseminar haben wir so richtig ausführlich darüber diskutiert und verstanden in unserer weißen Blase der Abteilung, indem wir nämlich sozusagen die Reaktion von Critical Friends auf den Film bekommen haben. Das ist sozusagen, mit Kerstin, die auch im Publikum ist, haben wir da in letzter Zeit häufiger drüber gesprochen, das ist Dirty Heritage. Und das war uns, so peinlich das ist, das jetzt so offen zu sagen, aber das haben wir nicht gesehen. Wir hatten einfach sozusagen bei diesen Critical Friends im Publikum ganz stark eine sehr starke Reaktion, die wir aber so nicht vorher nicht gefühlt hatten, wo es um irgendwie Grimassieren geht, wo es um mimisches Nachmachen von asiatischen Akrobaten ging, was sozusagen bei diesen Critical Friends mit Migrationserfahrung ein unglaubliches Unbehagen ausgelöst hat, was wir aber in der Abteilung nicht hatten und es eben auch naiv und blind in der Dauerausstellung und in unserem Format eingesetzt haben. Und jetzt sind wir gerade dabei, sozusagen methodisch zu entwickeln, wie wir mit diesem Unbehagen umgehen können, wie wir weiterhin mit diesem Dirty Heritage arbeiten können, wie wir lernen können, diesen Gaze vielleicht sozusagen auf diese Dinge, den wir nicht automatisch haben, als Haltung uns anzueignen, um sozusagen nicht wieder naiv in diese Situationen zu laufen. Und an die zwei Filme habe ich gedacht, als du mich gefragt hast. Nun ist es sehr interessant, weil ihr alle drei etwas über Wissen gesagt habt, über Blick und auch über, vielleicht so etwas, was dann auch in der Wissenschaft oder auch eben in aktivistischen Kreisen als sogenanntes situiertes Wissen, migrantisch situiertes Wissen bezeichnet wird, nämlich ein Wissen, das verkörpert ist und das Menschen haben, die eine Erfahrung haben mit einer bestimmten Geschichte, sei es mit einer Migrationsgeschichte und oder eben, weil sie Rassismus erfahren haben. Tine, jetzt hast du ein interessantes Adjektiv benutzt, weil du gesagt hast, wir haben da etwas nicht gesehen. Da gibt es etwas, was wir eben nicht automatisch in uns tragen. Nun ist ja der Witz sozusagen auch an einer kritischen Betrachtung und vielleicht können wir das in Bezug auf den Film als vielleicht eine kritische Schule des Sehens oder so etwas bezeichnen, ist ja der Witz daran, dass es nicht ausreicht, nur ein biografisches Motiv zu haben. Also dass es sozusagen kein Garant dafür ist, dass man eine eigene Migrationsgeschichte hat und dann sozusagen einen anderen Blick einnimmt. Dafür gibt es sehr, sehr viele Beispiele, auch in der Filmgeschichte. Ich kenne da zum Beispiel die Beispiele, ich weiß nicht, das Cinema Novo, das war quasi so die Nouvelle Vague im brasilianischen Kino, was unfassbar kritisiert wurde von der afro-brasilianischen Community, dass es ein sehr weißer Blick war. Und als dann die afro-brasilianischen FilmemacherInnen Filme gemacht haben, sahen die ungefähr genauso aus. Warum? Weil wir natürlich alle die gleichen Schulsysteme durchlaufen haben und sozusagen selbst kolonisierte Menschen oder rassifizierte Menschen sich von diesem, ich sag mal, TäterInnenblick auch befreien müssen. Das heißt, es ist ein gemeinsamer Prozess wirklich des Verlernens.
Deswegen würde ich gerne in der zweiten Runde mal so ein bisschen konkreter in eure jeweiligen Arbeiten einsteigen und euch fragen wollen, wie organisiert ihr diese Verlernprozesse oder was heißt das für eure ganz konkrete Praxis? Vielleicht vorab für die im Publikum, die das vielleicht nicht wussten oder so. Also wir haben jetzt mal so selbstverständlich über die Abkommen, über die Rückkehrhilfen und so weiter gesprochen. Die Bundesrepublik hat eben seit 1955 sogenannte Anwerbeabkommen mit verschiedenen Ländern gemacht. Das erste der Nachkriegszeit mit Italien 1955, dann 1961, wo eben dieses Jahr das sogenannte Jubiläum ist mit der Türkei, aber auch mit vielen anderen Ländern wie Griechenland, Portugal, Marokko und so weiter, Spanien, Nordkorea und so weiter. Und auch die DDR hat ab den 70er Jahren Abkommen abgeschlossen mit sogenannten Bruderstaaten. Das waren Angola, Mosambik, Vietnam, Kuba und so weiter. Es ist dazu zu sagen, dass wenn wir von der Perspektive der Migration sprechen, damit gemeint ist, dass dieses Datum 1955 keine Stunde Null ist, sondern dass das im Grunde eine Strategie war, um Migration zu kontrollieren und zu regulieren. Denn MigrantInnen sind immer schon gekommen. Und auch vorher gab es entweder Abkommen, zum Beispiel gab es auch im Nationalsozialismus Abkommen. 1937 gab es zwischen Italien und Deutschland ein Abkommen. Das heißt, es gibt Menschen, die schon als sogenannte Fremdarbeiter hier gewesen waren, zum Teil in den Zwangsarbeiterstatus übergeführt worden sind und dann sogar nochmal gekommen sind nach dem Krieg. Aber auch viele, die jenseits dieser Regulierung gekommen sind. Und mit der Perspektive der Migration ist gemeint, dass das eben eine Perspektive ist, die das Recht auf Mobilität, auf Migration sich dafür ausspricht und sich sozusagen die Kämpfe anschaut, die eben genau diese Regulierung von Migration durchbrechen, im Sinne wirklich einer radikaldemokratischen Wende. In diesem Sinne ist Geschichtsschreibung, so wie ihr es auch gesagt habt, und das, was wir in den Büchern lesen, natürlich nur ein Teil der Geschichte, nämlich die offizielle Geschichte, die von den Gewinnern in Anführungszeichen geschrieben wurde, wie das eben klassischerweise in den offiziellen Archiven ist. Nun gibt es in Deutschland und schon seit langem, sei es im Archivbereich, aber auch im Filmbereich, in der Kunst und so weiter, sehr, sehr viele Bestrebungen, diese Geschichte umzuschreiben. Es hat in den vergangenen 20 Jahren unzählige Ausstellungen gegeben zum Thema Migration, die auch versuchen, diesen Blick umzukehren. Und trotzdem sitzen wir hier, weil es anscheinend ein Problem gibt. Irgendwie stimmt etwas mit der Geschichtsschreibung nicht und irgendwie verhält es sich immer noch so, dass bestimmte Geschichten unsichtbar gemacht werden. Jetzt würde ich gerne wissen, wie konkret sammelt ihr Geschichten, arbeitet ihr an Geschichten oder was bedeutet für euch eine alternative Geschichtsschreibung? Und Martha, ich würde gerne von deiner Arbeitspraxis mehr erfahren. Du arbeitest ja als Referentin für Migrationsberatung, wie wir vorhin gesagt haben, für erwachsene Zuwanderer bei der Diakonie Hessen und hast dich eben vielfach auch mit interkultureller Frauenarbeit beschäftigt, schreibst, forschst selber dazu. Was genau machst du in deiner Arbeit und welche Geschichten, ich sag mal Geschichten mit kleinem G oder mit N am Ende, sozusagen nicht die offizielle Geschichte, welche Geschichten hörst du alltäglich und was wäre für dich wichtig, es in die offiziellen Archive einzupflegen, einzuschreiben? Was fehlt und was hörst du? Ja, also ich habe selbst vor 35 Jahren als Beraterin angefangen. Damals hieß das nicht Migrationsberatung, sondern Ausländersozialberatung. Das ist ein bundesfinanziertes Programm, muss man wissen. Das wird hauptsächlich zurzeit jetzt seit 2005 vom Bundesinnenministerium finanziert, davor vom Bundesarbeitsministerium und die Wohlfahrtsverbände fügen entsprechend auch einen gewissen Prozentsatz an Eigenmittel. Also ich habe angefangen als Beraterin. Und dann habe ich schon in der Beratung auch gemerkt, dass die Menschen einen wahnsinnigen Bedarf haben, ihre Geschichte zu erzählen. Also die kamen zwar mit irgendwelchen Formularen, die sie von Jobcenter, Früharbeitsamt, Ausländerbehörde und so weiter auch mitgebracht haben, die sie nicht verstanden haben. Aber das war im Prinzip auch oft ein Auslöser für ein Moment oder einen Raum zu bekommen, wo sie die Möglichkeit hatten, ihre Geschichte zu erzählen. Und ich habe das aufgegriffen, weil
ich hatte damals schon sehr viele Frauen in der Beratung und ich habe mit zwei anderen Kollegen ein Konzept entwickelt, wo wir Frauenbildungsseminare für Migrantinnen, damals als waren, das weiß man vielleicht heute auch nicht mehr, war das so aufgeteilt, die einzelnen Nationalitäten wurden nach Religionszugehörigkeit also zugewiesen, den Wohlfahrtspflege, also Caritasverband von der katholischen Kirche war ja für Italiener, Spanier, Portugiesen zuständig und die Diakonie war für Griechen zuständig, die Arbeiterwohlfahrt für Muslime. Und deshalb haben wir erstmal nur Seminare für griechische Frauen angeboten, es in griechischer Sprache und schon nach dem dritten Mal haben die Frauen auch selbst den Wunsch geäußert, auch andere Frauen, also Italienerinnen, Spanier und so weiter, kennenzulernen. Und dann haben wir die Seminare auch geöffnet und für andere Nationalitäten. Und dieses Konzept hat sich auch total bewährt. Dann war natürlich die Sprache auch Deutsch. Aber wir haben dann auch gemerkt, ziemlich schnell, dass auch da, also wir hatten immer inhaltliche Themen, also zum Beispiel Erziehungsthemen oder das Thema Altwerden in der Fremde oder Rassismus. Und die Frauen hatten auch im Rahmen dieser Seminare auch den Wunsch geäußert, so einen Raum zu haben, wo sie das, also was sie können sozusagen auch, und dazu gehört auch das biografische Erzählen oder Gedichte oder Singen oder Tanzen, also das, dass sie eine Plattform bekommen im Rahmen dieser Seminare, wo sie das auch darstellen können. Und das haben wir dann auch aufgegriffen und das ist, war wirklich sehr wichtig für die Frauen, weil das sind Ressourcen, die sie mitbringen, aber sie haben nie die Möglichkeit gehabt, sie irgendwo auch zu zeigen. Und ja, erstmal vielleicht ist so viel. Ja, vielleicht daran anknüpfen zum biografischen Schreiben. Du bist ja selber zum Schreiben gekommen, aufgrund auch einer Fortbildung zum biografischen Schreiben. Was heißt es, biografisch zu schreiben und wieso kann das wichtig sein, die eigene Geschichte aufzuschreiben? Das kann so einen therapeutischen Effekt haben. Also ich habe mich immer für Familiengeschichten auch interessiert. Also ich habe immer auch selbst nachgefragt, also weil mich das grundsätzlich interessiert. Und ich habe deshalb eine Weiterbildung gemacht über Biografiearbeit, um das entsprechend dann in meine Arbeit auch einzusetzen. Ich mache auch Workshops mit Kolleginnen, damit sie diesen Methoden auch lernen und auch entsprechend mit ihren Ratsuchenden auch bei ihren Ratsuchenden anwenden. Also ich finde, Schreiben kann einen therapeutischen Effekt haben, wie andere Dinge auch, singen oder tanzen, ja, also und das ist erstmal, das macht man ja erstmal für sich und man braucht keine Bühne sozusagen, aber auch, ich finde das biografische Erzählen auch ganz, ganz wichtig, weil viele Migrantinnen kommen auch aus Ländern, wo es eine große Tradition gibt für das Erzählen, also früher noch mehr vielleicht als heute durch die ganzen Medien ist man wahrscheinlich ziemlich beeinflusst. Aber das hat für mich einen hohen Stellenwert und man kann auch über Krisenzeiten auch durch das Schreiben oder durch das Erzählen gut rüberkommen, sage ich mal. Also ich habe schon immer gerne geschrieben, auch als Kind, habe ich sehr gerne geschrieben und habe in den 90ern angefangen mit Gedichten und wollte immer Erzählungen schreiben und habe eigentlich den ersten Lockdown in der Corona-Zeit genutzt, um mit den Erzählungen anzufangen. Weil das war eine Zeit, wo man sowieso wenig oder gar nichts machen konnte. Und ich habe mir also das bewusst vorgenommen, jetzt damit anzufangen und nicht das zu verschieben. Es gibt in der schwarzen Geschichtsschreibung immer wieder diese Figur des Schreiben als Heilung. Also ich habe verschiedene Autorinnen gelesen, das sind zum Beispiel ein Buch von Grada Quilomba, das ist eine portugiesische Autorin, die ein Buch geschrieben hat, Plantation Memories, wo es um die Versklavung geht und um Alltagsrassismus, in dem sie eben
beschreibt, was diese Veränderung, dieses andere Machen einem zum anderen, was das eigentlich bedeutet, dieses auch unsichtbar machen und negieren der eigenen Geschichtlichkeit und dass für sie das Schreiben eine Art Heilungsprozess ist, weil sie dadurch wieder zum Subjekt wird. Das Gleiche schreibt zum Beispiel die afroamerikanische Literaturwissenschaftlerin Bell Hooks und viele andere, deren Geschichte sozusagen negiert wurden und die rassifiziert sind, haben das als Heilungsprozess beschrieben. Nun ist vielleicht die schwarze Erfahrung nicht vergleichbar mit der Gastarbeiterin-Geschichte und dennoch gibt es in der Mechanik von Rassismus dieses Prinzip, was sehr parallel ist, dass der Otherness, das anderen zum anderen machen und ihn zu migrantisieren oder sie. Das heißt, es gibt diesen Spruch von Max Frisch, wir haben Arbeitskräfte gerufen und es kamen Menschen, also sozusagen den Menschen, der die hier als Migrantin kam, auf Arbeitskraft zu reduzieren, so als wären das Amöben, sie sozusagen dann auch nur noch als Migrantin zu beforschen, als hätten sie keine Geschichte und keine Geschichte davor und keine Geschichte danach. Kannst du etwas damit anfangen, mit dieser Figur des Schreibens, als Heilungsprozess oder als Trost, sag ich mal? Auf jeden Fall. Und ich finde, das ist auch eine Möglichkeit, auch über sein Leben zu reflektieren, unabhängig davon, ob man Migrationshintergrund hat oder nicht. Also für mich hat sich durch das Schreiben nochmal die Frage der Identität neu gestellt. Also ich lebe seit fast 50 Jahren in Deutschland und ich habe immer gesagt, meine Heimat ist Griechenland, aber mein Zuhause ist in Deutschland. Und diese Aussage steht für mich jetzt auf dem Kopf. Und das ist durch das Schreiben gekommen auf jeden Fall. Und ich überlege sogar auch in 4 Jahren, wenn ich in Rente gehe, zurückzukehren nach Griechenland. Ja. Komm mit. Nach Italien. Aber vorher schon. Ja, Jaren, kommen wir zu deiner Arbeit. Auch eine erinnerungspolitische Arbeit zwischen, ich sag mal, Aktivismus, Forschung, Kunst. Du hast in diesem Buch, in dem Artikel, das du in Erinnern stören, veröffentlicht hast, beschreibst du eine Situation. Das heißt, du bist Forscherin, du bist Soziologin und hast dich auch insbesondere mit den 80er Jahren beschäftigt und bist vor ein paar Jahren nach Köln gegangen, ins DOMIT-Archiv. Das ist das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland. Ein Archiv, das von türkischen Intellektuellen in den 90er Jahren gegründet wurde, genau aus dem Grund, diese erinnerungspolitische Lücke, sag ich mal, zu schließen und Geschichte von unten zu schreiben. Und es gibt das große Bestreben 2025 und auch die Zusage des Bundes 2025 in Köln ein Migrationsmuseum zu gründen. In diesem Archiv warst du vor einigen Jahren wegen deiner Forschung und stößt auf einen Artikel, in dem der Verweis steht auf einen Brandanschlag im August 1984 in Duisburg. Und du hast so eine Art, vielleicht kann man sagen, Archivschock gehabt, weil du dich gewundert hast, dass du als Duisburgerin nichts von diesem Anschlag gewusst hast. So, erstens, wie konnte das sein, dass du nichts von diesem Anschlag wusstest? Und das war ja dann quasi der Anfang einer längeren Reise. Könntest du vielleicht beschreiben, was das für eine Reise war und was danach passiert ist, nachdem du diesen Archivschock hattest? Wie geht die Geschichte weiter? Ja, ich hatte tatsächlich einen Archivschock, der sich dann weiterentwickelt hat hin zu einer Auseinandersetzung, hin zu einer persönlichen, aber auch hin zu einer kollektiven im Rahmen der dann später gegründeten Initiative, im Rahmen dieser Initiative gegründeten, wirklich sehr kämpferischen Auseinandersetzung um Aufklärung und um Gerechtigkeit im Falle eines institutionell vergessen gemachten Brandanschlags, bei dem nicht über Rassismus gesprochen wurde und bei dem eine Familie 7 Angehörige ihrer Familienangehörige 1984 verloren haben. Auf dieser Reise hat sich natürlich auch gezeigt, wie internalisierter Rassismus wirkt, was Archivmacht bedeutet und wie Archivmacht auch Persönliches, sogar das der Betroffenen, der Stadtkultur und des nationalen Gedächtnisses sozusagen organisiert. Und zwar, indem es auch keinen Raum lässt
für Gegenerzählungen, dass man diese Gegenerzählungen wirklich in einer, mit Kraftanstrengung tatsächlich erringen kann. Also das vielleicht so vorweg. Wir haben, also als ich auf diesen Fundus gestoßen bin, hat es mich gewundert, weil in einer regionalen Zeitung des Ruhrgebiets 1984, also ist ein Hinweis, ich habe geforscht zur migrantischen Selbstorganisierung. Das vielleicht vorab, ich versuche sozusagen historiografisch in Archiven die Geschichte von Kämpfen, die Geschichte der Selbstorganisation von Migrantinnen zu rekonstruieren. Und das Ruhrgebiet ist ein Fokus, ein regionaler Fokus für meine Arbeit. Ich bin aus dem Ruhrgebiet, ich bin Duisburgerin, gebürtige Duisburgerin. Und dementsprechend habe ich mich nicht auf Duisburg fokussiert, sondern ich bin zufällig dann auf diesen Bericht in einer regionalen Zeitung auf eine Tragödie. Es hieß, eine Tragödie hat sich in Duisburg ereignet. Wahrscheinlich ein Kabelschluss, wahrscheinlich ein Unfall, der dazu geführt hat, dass 7 Menschen gestorben sind bei einem Brand. Das habe ich registriert und dann in die Akte, also ins Archiv wieder zurückgegeben. Ich habe diesen Schock irgendwie erlebt kurzzeitig, aber das Dokument wurde wieder abgelegt sozusagen in den Kategorien, in den verschlagworteten Systemen des Archivs. Und ich bin dann aber, und es war eine regionale deutsche Zeitung, ich bin dann aber sehr schwanger gewesen mit dieser Notiz und bin damit schwanger gegangen sozusagen sehr lange, bis ich ein Jahr später wieder auf einer Recherchereise, aber in einem Archiv, wo auch Zeugnisse migrantischer Selbstorganisationen tatsächlich archiviert werden. Und dort bin ich fündig geworden in einer Zeitung bzw. in einer Zeitschrift von türkischen Arbeiterinnenvereinen. Die haben damals eigene auf Türkisch und teilweise dann auf Deutsch übersetzte Zeitschrift herausgebracht. Und dort gab es wieder einen Hinweis, dass sozusagen 1984 es diesen Brandanschlag gab, der noch nicht aufgeklärt ist. Und das war ein Zeugnis auch aus dem Jahr 84. Und da ist mir dann schlagartig sozusagen bewusst geworden, ja klar, genau. Also die einen sprechen von nicht aufgeklärter Brandanschlag, Verdacht Rassismus, wir wollen das aufgeklärt haben. Und zwar das migrantisch Situierte, damals nicht migrantisch Situierte Wissen, sondern Migrantinnen und Migranten selber. Und dann gibt es sozusagen irgendeine offizielle Erzählung. Und auf einmal hatte ich diesen Widerspruch und auf einmal hatte ich sozusagen ganz klar auch die Archivmacht vor mir, klar, sichtbar. Und es war deutlich, dass dieser Fall nicht so abgeschlossen ist und dass dieser Fall innerhalb dieser Widersprüchlichkeit sozusagen weiter aufgearbeitet und aufgeklärt werden muss. Das hat sich dann, ich mache es ein bisschen kürzer, ich habe es jetzt sehr lange erzählt, das hat sich dann dahin entwickelt, dass die Recherche weiter betrieben wurde. Es haben sich sehr viele, und diese Recherche musste dann natürlich auch kontextualisiert werden. Das heißt, wir haben eine Initiative gegründet. Es sind Menschen zusammengekommen, die in der Wissenschaft arbeiten, in der Kunst arbeiten, die in der sozialen Arbeit arbeiten, die auch erwerbslos sind. Also verschiedenste Menschen sind zusammengekommen. Wir haben uns den Brandanschlag nochmal sozusagen aus den Archiven geholt. Währenddessen sind wir nach Duisburg gegangen, haben versucht, die Betroffenen, die Hinterbliebenen zu finden. Wir haben mit Zeitzeuginnen Oral History Interviews geführt. Wir sind gleichzeitig aber auch in das Staatsarchiv, beziehungsweise wir sind natürlich auch in das Staatsarchiv und das Landesarchiv gegangen, aber wir sind vor allem in das Archiv. Wir haben uns Zugang, der Zugang, der war ja auch, den hast du schon thematisiert, wir haben uns Zugang verschafft in das Archiv der Staatsanwaltschaft in Duisburg. Und wir haben Glück gehabt, weil die Akten, wir haben Akten bekommen. Wir konnten dementsprechend auch in den Ermittlungsakten der damaligen Kriminal- und Ermittlungsbehörden tatsächlich recherchieren. Und die Betroffenen haben de facto, also der Fall wurde aus dem Vergessen, aus diesem 35-jährigen Vergessen, langsam peu à peu, ne, aus der bleiernen Decke sozusagen des Ruhrgebiets und der Institutionen, der Polizei, der Staatsanwaltschaft, aber auch des Archivs und der Politik gerettet. Und wir haben dann die Betroffenen ausfindig gemacht, beziehungsweise sie haben uns eigentlich gefunden. Sie haben de facto uns gefunden.
weil wir dann nochmal einen Bericht in wieder einer regionalen Zeitung mit einem Journalist, also ein Journalist hat einen Bericht wieder über den vergessenen Brandanschlag verfasst und daraufhin haben die Betroffenen uns gefunden. Mhm. Und zwar schlagartig über Facebook. Warum betone ich das? Und zwar, weil sie sofort das Interesse hatten und nach so vielen Jahren die Bereitschaft hatten, darüber zu reden. Das, was ihre Geschichte zu erzählen und sich tatsächlich mit uns dann in einem sehr langwierigen Prozess zusammenzutun, um das zu machen, was sozusagen jede Initiative an der Stelle, die mit Betroffenen arbeitet, tut, die Geschichte, die Gegengeschichte zu erzählen, den institutionellen Rassismus offen zu legen und zu sagen, wie es aus ihrer Perspektive war. Weil die Namen der Betroffenen, das muss man hinzufügen, es gab kein Erinnern an diesen Brandanschlag. Der wurde institutionell vergessen gemacht. Es gab kein Gedenken, es gab kein gar nichts. Und wir haben mit der Initiative gemeinsam dann partizipativ mit den Betroffenen gemeinsam tatsächlich unsere Arbeit organisiert. Wir haben versucht, ein anderes Wissen zu schaffen. Wir haben versucht, mit diesem anderen Wissen sozusagen die Politik, die lokale, aber auch die bundesweite, landesweite Politik zu konfrontieren. Es ist uns de facto sehr gut gelungen, weil wir auch mit der Stadt jetzt in Gespräche gekommen sind, die sich teilweise natürlich zu Grund und Boden schämen und die jetzt mit uns gemeinsam auch für das nächste Jahr ein gemeinsames Gedenken organisieren. Vielleicht so viel erst. Ja, das, was du beschreibst, ist ja sozusagen auch kein singulärer Fall. Das ist ja auch etwas Strukturelles, etwas, was spätestens durch den NSU-Prozess und die verschiedenen Initiativen herausgekommen ist. Der NSU hat von 2000 bis 2007 10 Menschen getötet, 9 migrantisierte Menschen, eine deutsche Polizistin. Und lange wurde sozusagen nur innerhalb der Communities ermittelt. Die Polizei ist bis in die Türkei gefahren, hat von Anfang an gesagt, ja, das seien irgendwie, keine Ahnung, Leute untereinander, Kurden, Türken und so weiter. Und 2011 kommt es dann zur sogenannten Öffentlichwerdung des NSU und es wird klar, es war ein nationalsozialistischer, es waren Morde durch den nationalsozialistischen Untergrund. Daraufhin haben sich ganz, ganz viele Initiativen gegründet in den verschiedenen Städten, in Kassel die Initiative 6. April, die eben die Familie des jungen Halit Yozgat, der ermordet worden ist, begleitet. In Köln, wo ich ja lebe, gibt es eben auch eine Initiative, die für das Mahnmal an der Kolbstraße, wo es 2004 einen Bombenanschlag gegeben hat und so weiter und so weiter. Also nur um zu sagen, das Interessante daran ist, was du gerade beschreibst, dass es eben tatsächlich hier um strukturellen Rassismus geht und dass dieses Nichtwissen etwas Strategisches ist. Also nicht etwas, was man zufällig nicht weiß, sondern was eben vergessen gemacht worden ist, wie du es gerade beschrieben hast. Nun habt ihr dann eine Initiative gegründet, das sind die beiden Schwestern Rukiye und Aynur Satır, mit denen ihr zusammen eben für dieses Erinnern und kämpft und gegen den institutionellen Rassismus ankämpft. Und dann hat es auch einen Film gegeben, der im Rahmen dieser Reihe hier gezeigt wird, der Film Dunkelfeld. Hier habt ihr mit KünstlerInnen gearbeitet. Der Film ist gemacht worden von Hayal Ole Christian, Lose Patrick, Mailand Marian, aber mit vielen Verbündeten, die eben recherchiert haben und du eben in erster Linie da recherchiert hast. Nun ist meine Frage, wie schafft man das in diesem Geflecht, sag ich mal, von betroffenen Familien, KünstlerInnen, Aktivisten, Forschungen, Forschenden und so weiter, echte Kollaborationen herzustellen. Warum sage ich das? Weil es im Moment in sämtlichen Institutionen ja auch unglaublich en vogue ist, sage ich mal, etwas zu Rassismus, zu Antirassismus, zu Dekolonisierung und so weiter zu machen. Oftmals aber diese Inhalte sozusagen einmal performt werden. Jeder lädt gerade irgendeine Künstlerin ein, die eine BPOC-Person ist. Aber letztendlich sind die Menschen, die Intendanten und so weiter, dann nicht mehr dabei, wenn die Person auf die Straße geht und verkloppt wird. So, was können wir in den Institutionen sozusagen vom Aktivismus lernen? Was heißt es, in diesem Fall eine Kollaboration, eine Partizipation einzugehen in diesem Geflecht auch von Aktivistinnen und Betroffenen? Ich frage das auch deshalb, weil sich da ja auch Hierarchien reproduzieren können. Wie schafft man es, sozusagen auf gleichwertige Beziehungen herzustellen, gut leist zu sein, um dann gemeinsam eben diesen Kampf anzugehen. Und dann würde ich dann zu dir kommen, Tine, dann die Frage, wie kriegt man dieses Wissen zusammen mit den institutionellen Infrastrukturen, damit es eben nicht zur Vereinnahmung kommt. Was sind da deine Erfahrungen, Jaden, einer kollaborativen Arbeit?
Das sind sehr große Fragen, die du gestellt hast. Und ich bin mir sicher, dass ich keine umfassenden Antworten auf diese Fragen haben kann. Und das ist auch gut so, weil wir inmitten dieses Prozesses sind. Und zu betonen ist erstmal, du hast total recht, Initiativen, also Basisorganisationen sind, und das ist die erste Erkenntnis, nicht unbetroffen von Machtungleichgewichten, von Hierarchien, von Institutionalisierungsmöglichkeiten. In jedem Falle. Also wenn ich als akademisierte Person, auch wenn ich einen Arbeiterinnenhintergrund sozusagen biografisch habe, aktuell gibt es, habe ich mir den Zugang sozusagen zu den Bildungsinstitutionen geschaffen und ich komme zusammen mit Betroffenen, deren Namen bis vor 4 Jahren als Betroffene des Anschlags noch gar nicht gewusst wurden und die vor allem 35 Jahre lang gelitten haben an den Auswirkungen. Nicht nur an den traumatischen Auswirkungen, sondern auch an den körperlichen Auswirkungen als Überlebende dieses Brandanschlags. Das sind Menschen, die gezeichnet sind. Das ist eine andere Rassismuserfahrung, als die wir sie sozusagen, die ohne rechte Gewalt an der Stelle betroffen sind, machen. Also zwei der Betroffenen mussten der Brandanschlag wurde gelegt und sie, zwei der Betroffenen konnten überleben, indem sie vom zweiten OG des Wohnhauses, des Altbaus gesprungen sind. Sie sind bis heute gezeichnet und konnten ihre Lebensträume nicht verwirklichen. Aber jenseits dessen konnten sie, weil die Aufarbeitung und weil das Moment der Gerechtigkeit nicht gegeben wurde, konnten sie eben auch nicht mit diesem Trauma abschließen. Es wirkt nach und es bestimmt alles. Und deswegen war die Bereitschaft, also dieses Gerechtigkeitsempfinden für Menschen rassistischer Gewalt und von jeglicher Form von Gewalt und Rassismus, ist sehr groß. Nicht nur, weil sie den Fall aufklären wollen oder die vergessenen Angehörigen in die Erinnerung zurückholen wollen, sondern weil sie natürlich auch abschließen möchten. So, und das Trauma kann an der Stelle nicht abgeschlossen werden, wenn die Institutionen sagen oder den Rassismus ignorieren. Mhm. So. Als wir zusammengekommen sind, war sehr klar, dass das die Basis ist für unsere Zusammenarbeit, ihre Bereitschaft. Und ihre Bereitschaft war vorhanden. Das heißt, wir hätten an der Stelle überhaupt nicht diese Form von Arbeit getan, so wie es oft Wissenschaftlerinnen oder Filmemacherinnen tun, wenn die Betroffenen es nicht mit uns gemeinsam gemacht hätten. Das war unsere Grundbedingung. Mhm. Darüber haben wir lange gesprochen. Mhm. Wie habt ihr an dem Film zusammengearbeitet? Für diejenigen, die vielleicht den Film nicht kennen, der Film, das ist ein Kurzfilm, der ist sehr künstlerisch, würde ich sagen, und arbeitet mit sehr viel Archivmaterial, rekonstruiert den Fall, zeigt Akten und so weiter. Wie war da die Zusammenarbeit zwischen den FilmemacherInnen, euch als Aktivistinnen und der Familie, der betroffenen Familie? Genau, an dem Beispiel kann man das vielleicht nochmal deklinieren. Wir sind zusammengekommen, haben erstmal darüber gesprochen, wie die Angehörigen zum Film, zur visuellen Repräsentation überhaupt stehen und in welchem Dienst der Film für uns und für sie stehen kann. Also das haben wir sozusagen miteinander besprochen. Es gab auch unterschiedliche Meinungen, es gab unterschiedliche Bereitschaften. Und dadurch, dass wir nur im Konsens arbeiten, hat sich dann sozusagen sehr schnell gezeigt, dass wir in keinster Weise visuell Gesichter, Körper repräsentieren können und möchten, weil die Betroffenen es nicht möchten, weil sie zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit waren, die gezeichnet sind von diesem Brandanschlag. Und deswegen haben wir sehr schnell zurückgegriffen auf eine künstlerische Darstellungsweise, die eben ohne die Gesichter der Betroffenen arbeitet. Was wir dann gemacht haben, ist sehr klar den Fokus auf die Archive zu legen, weil das Archiv eben die Gewalt, die zweite Gewalt an der Stelle für uns auch oder die dritte Gewalt an der Stelle für uns und die Betroffenen auch dargestellt hat. Dieses Vergessen sein, dieses in den in den Archiven sozusagen vergessen sein. Und wir haben also dementsprechend eine formale Umsetzung gesucht, die auch den Betroffenen entsprach und ihrem Interesse. Und das hat sich dann geändert. Die Betroffenen haben dann
sehr viel durch unsere gemeinsame Arbeit auch Empowerment erfahren. Und durch dieses Empowerment haben sie selber irgendwann entschieden, jetzt gehen wir vor die Kamera, weil wir eben auch unsere Arbeit begriffen haben. Also unsere Arbeit begreifen wir als basispolitische Arbeit, als radikaldemokratische Arbeit, wo Betroffene nicht die Statisten sind, sondern wo Betroffene selber, und das Bedürfnis war da, ich wiederhole, das Bedürfnis und der Wille danach war da, ihre eigenen Geschichten erzählen, weil sie sie bisher nicht erzählt haben. Und deswegen haben wir auch immer die betroffenen Perspektiven versucht, sozusagen in den Vordergrund zu rücken. Wir haben diese Arbeit unbezahlt getan. Das ist ganz wichtig. Also in den Institutionen wird nicht unbezahlt gearbeitet. Das heißt, für uns gab es in jedem Falle das solidarische Moment mit den Angehörigen und mit dem Fall. Genau. Das heißt, es wäre eine sehr prekäre Arbeit. Das muss hinzugefügt werden. Zivilgesellschaftliche, ehrenamtliche Arbeit ist immer prekär. Und das war an der Stelle auch die Voraussetzung dafür, dass wir uns auch kritisch mit den Institutionen auseinandersetzen konnten und mit der Art und Weise, wie sie repräsentieren möchten und wie sie, genau. Gut, vielen Dank. Das ist jetzt natürlich der perfekte Übergang zur Institution und zur visuellen Repräsentation von Migrationsgeschichte. Nun ist Migrationsgeschichte natürlich nicht nur Rassismus, aber auch und vor allen Dingen gibt es eine Art, wie soll ich sagen, Ikonografie auch des Migrationsfilms. Das ist auch etwas, was du in deinem Buch beschreibst und was viele andere beschrieben haben. Also es gibt Stereotypisierungen im Film, es gibt Reduzierung auf Migrationsgeschichte und so weiter. Also auch da wiederholen sich sämtliche Problematiken, die es in der realen Welt in Anführungszeichen auch gibt, beziehungsweise der Film produziert eben Realität und ist damit auch Politik. Tine, du arbeitest an einer Institution, das Deutsche Filmmuseum, also hier im Filminstitut und Filmmuseum hier in Frankfurt und bist für die Filmbildung zuständig. Dieses Haus hier ist das älteste filmwissenschaftliche Institut der Bundesrepublik, trägt auch noch Deutsch im Namen, also und ihr untersteht sozusagen oder werdet unter anderem gefördert von der Beauftragten des Bundes für Kultur und Medien, also eine übergeordnete Einrichtung, und ihr habt den offiziellen Auftrag, das nationale Filmerbe zu sammeln, zu bewahren und eben zu vermitteln. Wenn du all dies hörst und du selber hast einen Film ausgewählt und vorhin genannt, in dem es um Rassismus geht, nämlich die Geschichte von Semra Ertan, die sich 1982 in Hamburg aus Protest gegen Rassismus verbrennt und deren Nichte also einen Film gemacht hat auf der Basis eines WDR-Beitrages, auch ein sehr empfehlenswerter künstlerischer Film, den man auch online sehen kann. Das heißt, es ist vielleicht auch gar kein Zufall, dass du auf das Stichwort sozusagen Rassismus auch reagierst. Wenn ihr diesen offiziellen Auftrag habt des nationalen Filmerbes und das an so einem Standort auch wie Frankfurt, wo, glaube ich, mittlerweile, ich weiß nicht, 60% aller jungen Menschen, eine sogenannte 70% mittlerweile, ne? Also die kommende Mehrheit ist hier auf jeden Fall schon da. Wir können also nicht von einer Minderheit sprechen. Super diverse Stadt. Was heißt das dann für dich, ja, das Haus zu diversifizieren beziehungsweise dieses Filmerbe zu verwalten und gleichzeitig aber der Migrationsgesellschaft oder der postmigrantischen Gesellschaft vielleicht auch in einem rassismuskritischen Sinne gerecht zu werden? Also wie machst du das? Wie macht ihr das? Zum Glück bin ich nicht alleine, Serin, als du gerade von Bleierner Decke gesprochen hast, habe ich gedacht, okay, wir sind wohl die Bleierne Decke. Also wir sind die Gatekeeper. Ich glaube, da, also das Erste ist vielleicht zu verstehen, dass man das ist, und für mich sozusagen, ich habe für mich den Weg gewählt, das auch einfach auszusprechen und es transparent zu machen, weil ich glaube, das ist irgendwie schon mal der allererste Schritt. Ja, wir sind institutionell gefördert vom BKM, wir haben gemeinsam mit dem Bundesarchiv, Filmarchiv und der Stiftung Deutsche Kinemathek, es gibt in Deutschland nicht sozusagen das eine nationale Filmarchiv, sondern wegen Föderalismus und so weiter gibt es drei Institutionen, die sich diesen Auftrag teilen, der sogenannte Kinematheksverbund. Und ich kann das nicht anders sagen, wir sind die Gatekeeper, wir schreiben auch die nationale Filmografie, also das kommt ja nochmal dazu. Wir sammeln nicht nur, also wir haben ja nur einen Teil der Filmsammlung, wie gesagt, Bundesfilmarchiv und Kinemathek eben auch und noch andere Institutionen, aber wir schreiben auch die nationale Filmografie. Und das Einzige, was ich jetzt sozusagen als Abteilungsleiterin und für die strategische Entwicklung zuständig irgendwie tun kann, ist immer wieder Impulse zu senden und zu versuchen,
diese bleierne Decke irgendwie langfristig durchlässiger zu machen. Und du bist ja auch 360-Grad-Agentin. Also wir nehmen jetzt seit 2 Jahren am Programm der Bundeskulturstiftung teil. Den Antrag habe ich damals auch geschrieben, weil ich mir auch Verstärkung holen wollte im Durchlässigmachen. Genau. Ich sage mal kurz, was das ist. Das ist ein Programm der Kulturstiftung des Bundes, die bundesweit in 39 Einrichtungen, nicht nur Museen, sondern auch Bibliotheken, Theatern und so weiter, sogenannte Diversity-Agentinnen, ManagerInnen eingestellt hat, die eben die Aufgabe haben, das Haus zu diversifizieren für 4 Jahre, für eine Laufzeit von 4 Jahren. Und dann guckt man mal weiter. Ich selber bin in Köln am Ethnologischen Museum, am Rautenstrauch-Joost-Museum. Das ist auch eine schöne Aufgabe, sich mit Kolonialgeschichte zu beschäftigen. Genau. Und das 360-Grad-Programm geht ja davon aus, dass irgendwie eine Person in einem Team von 200 Mitarbeitenden, so ist es bei uns, es gibt noch andere 360-Grad-Agentinnen, da kommt eine Person auf 1000 oder in einem Staatstheater oder so. Das heißt, und das ist auf 4 Jahre beschränkt. Und ich glaube, was wir verstanden haben als Haus und als Team, ist, dass es eine unglaubliche Aufgabe von, also die Dimension der Aufgabe ist irgendwie riesig, weil sich das einfach überall fortgeschrieben hat in alles, was wir tun. Es gibt einen sehr schönen Text von Chan Sungu, der ist von BIPAC, das ist ein Verein, eine Initiative aus Berlin, die transnationale Kinoarbeit machen. Und der hat jetzt zur Berlinale im Rahmen von Forum Expanded einen Text geschrieben zu transnationaler Archivarbeit. Und da beschreibt er sehr, sehr genau, wie wenig es möglich ist, sozusagen das Migrantische. Und er bezieht sich vor allem, weil er da sehr viel geforscht hat, auf sozusagen das deutsch-türkische Migrationsverhältnis oder wie sich das sozusagen im Film niedergeschlagen hat, wie wenig das Eingang findet in die nationalen Archive und wie sich das beispielsweise dann auch fortsetzt in einer national geförderten und offenen Ländern geförderte Digitalisierungsoffensive, wo es darum geht, sozusagen das Erbe auch zugänglich zu machen und auch Zugang zu gestalten. Auch da sind die Beschreibung, wer auf diesen Topf sozusagen Zugriff hat und was digitalisiert wird, sind extrem national geprägt und gar nicht durchlässig. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist sozusagen, wir versuchen gerade diese ganzen Baustellen, die wir haben, sozusagen überhaupt erstmal wahrzunehmen. Der Berg wird immer größer, weil man erstmal angefangen hat. Also was liegt im Filmarchiv? Wissen wir das überhaupt? Was liegt nicht im Filmarchiv? Was digitalisieren wir? Wie definieren wir eigentlich national? Ich habe jetzt heute, Martha hat uns das nochmal geschickt, die Rede des Bundespräsidenten. Da ist ja, also ich würde sagen, ich habe es vorher bei Naika Forutan gelesen, wer ist denn eigentlich deutsch? Sozusagen nämlich alle, die irgendwie hier leben und so. Aber das zeigt sich noch nicht in dem Wort Deutsch in unserem nationalen Auftrag als Kulturinstitution und Filmarchiv. Da müssen wir erst noch hinkommen. Da sind wir noch ganz lange nicht, da muss ich einfach ehrlich sein. Und Sharon, du hast von partizipativen Arbeiten gesprochen, das ist für uns auch was sehr Wichtiges, mit allen Chancen und Herausforderungen, weil es natürlich eingeschriebene Machtverhältnisse gibt, wenn jetzt eine Kulturinstitution wie unsere mit selbstorganisierten Migrantinnenvereinen und etc. arbeitet, dann stellen sich diese Fragen des Machtverhältnisses permanent. Die müssen immer wieder ausgehandelt werden. Und ich glaube, da lernen auch beide Seiten permanent dazu. Du hast, Martha, von Talenten und Ressourcen gesprochen. Das ist etwas, was wir jetzt in einem Vermittlungsprojekt gerade versucht haben, sozusagen aufzugreifen. Wir haben mit Migrantinnen-Selbstorganisationen gearbeitet und haben eine kleine Ausstellung im Foyer gemacht und auch ein Buch herausgebracht, so eine Art Projektbuch. Und da haben wir, also wir haben natürlich eine Abteilung, die für Ausstellungen zuständig ist, das sind die Kuratorinnen, die normalerweise natürlich nur Filmthemen im Raum, im Haus geben. Und was wir als Vermittlungsabteilung gemacht haben, war, dass wir beispielsweise mit einer Gruppe von Jugendlichen gearbeitet haben, die Objekte, die für sie wichtig sind, ausgewählt haben. Und die haben wir im Foyer einfach ausgestellt und die entsprechende Geschichte dazu. Und in dem Projektbuch beispielsweise haben die Frauen, mit denen wir gearbeitet haben, Fotografien ausgewählt, die sie veröffentlichen möchten oder Gedichte, die wir übersetzt haben. Und die hatten jetzt eigentlich nicht wirklich immer Filmbezug, aber der Bezug war, dass wir sozusagen als Institution
zusammengearbeitet haben und diese Durchlässigkeit versucht haben hinzukriegen. Und in dem Moment, wo dieses Buch und diese Ausstellung zum Beispiel auch von unserem Team rezipiert werden, ist es einfach ein Prozess, wo sozusagen Dinge sich anfangen zu verändern. Aber es ist ein sehr langer Weg. Das ist ja etwas, was gerade in vielen Museen passiert, in Theaternhäusern sowieso, mit sogenannten AlltagsexpertInnen zu arbeiten. Das verbindet sich natürlich mit der ganzen Frage von kritischer Museologie. Was ist das Museum heute? Was ist das Museum der Zukunft? Das heißt, wir haben ja nicht nur das Problem, wir müssen Rassismus abschaffen und Sexismus und die Welt retten, sondern es stellen sich ja auch tatsächlich ästhetische Fragen, infrastrukturelle Fragen. Wie verbindet ihr das? Also was heißt es? Ich kenne das zum Beispiel aus dem Kunstkontext. Also da ist viel zu geschrieben worden, wie das Museum ein rauskommen kann, in Anführungszeichen, aus der Repräsentation. Es wird natürlich nie rauskommen aus der Repräsentation, aber wie dieser museale Raum ein Denkraum werden kann, der eben radikaldemokratisch ist. Jerem, wie du das auch gerade nochmal erwähnt hast, das ist ein Begriff, den zum Beispiel Nora Sternfeld sehr, sehr stark macht. Wie geht das zusammen mit einer anderen Art des Archivierens und dann auch des Vermittelns? Also was heißt das dann konkret zum Beispiel für eure Sammlungspraxis? Sammelt ihr jetzt anders? Sammelt ihr mit anderen AkteurInnen? Und dann würde ich in einem zweiten Schritt gerne zur Vermittlung kommen, weil das sozusagen dein Hauptgeschäft ist. Wie entweder Neues vermitteln, aber auch wie mit historischem Material umgehen, das problematisch ist? Ja. Also ich, wie gesagt, ich habe mich dazu entschlossen, da immer ehrlich zu sein. Wir sammeln noch nicht anders. Was wir gerade machen, ist, dass ich unserem Filmarchivleiter beispielsweise den Text von Chan Sung-gu schicke. Oder dass Björn eben bei uns irgendwie schaut, was für so eine Reihe denn überhaupt da ist. Viel weiter sind wir einfach noch nicht. Aber ich glaube, das ist einfach der Anfang, oder ich hoffe sehr, das ist der Anfang sozusagen eines Veränderungsprozesses. Aber wir sind noch nicht mittendrin, sondern wir stehen ganz am Anfang. Da muss ich einfach ehrlich sein. Und ich glaube, die Vermittlungsabteilung kann immer wieder so Impulse senden und irgendwie ein Motor für diese Prozesse sein. Und vielleicht auch sich nicht, weil du sagst natürlich zu Recht, hast du vorhin ja auch gesagt, das ist total en vogue und so. Wir versuchen das nicht immer nur nach außen zu hängen, sondern irgendwie vor allem nach innen zu wirken. Das ist, glaube ich, so ein bisschen unser Weg. Das ist schon sehr viel. Das kann ich auch, wie soll ich sagen, aus Gesprächen mit vielen anderen Diversity-Menschen sagen. Also sich auf den Weg zu machen und intern bestimmte Gespräche zu führen, Texte zu lesen, Filme reinzumachen. Unendliche Fortbildung. Also ja. Unsere Outreach-Managerin Aida Bender-Schur ist auch für Fortbildung bei uns jetzt zuständig. Und ich kann sagen, in all den Jahren, in denen ich hier bin, und sind übrigens nicht nur 20, sondern 30, aber ich war dazwischen immer mal wieder weg, hatten wir noch nie so viele Fortbildungen. Also, und das ist auch extrem nötig. Wir haben permanent diversitätssensible, diskriminierungssensible Antirassismus-Schulungen. Jetzt mal ganz im Ernst, weil du gesagt hast, ja. Du hast beschlossen, ehrlich zu sein. Bringt das was? Also zumindest nehmen wir uns die Zeit für diese ganzen Reflexionen, und das nimmt uns auch immer, also es gibt uns immerhin den Raum sozusagen aus diesem ständigen, also wenn man in der Kulturinstitution arbeitet, weiß man das ja auch, dieses permanente Hamsterrad. Es fällt einem irgendwas ein, man muss es finanzieren, man muss es machen und dann ist es auch schon wieder weg. Zumindest gibt es uns jetzt einfach seit diesen 2 Jahren, an denen wir jetzt in dem Programm teilnehmen, die Gelegenheit auch quer zu den Abteilungen, sich diesen Reflexionsraum zu nehmen. Den gab es sozusagen irgendwie so vorher nicht. Überhaupt Fortbildung und einen Raum für Reflexion. Ob es was bringt, ich glaube, das müsstest du mich vielleicht in 5 Jahren fragen. Ich hoffe, dass wir dann einfach sehr viel weiter sind und dass die bleierne Decke uns auch nicht erschlagen hat, weil das kommt auch manchmal, dass man vor diesem Berg der Aufgabe irgendwie einfach müde ist, irgendwie sich wieder auf den Schreibtischstuhl setzt und sagt, oh mein Gott, wie sollen wir das schaffen, die Institution wirklich umzubauen? Also weil es einfach unglaublich viel ist, was wir tun müssten. Und dafür, also das ist das Gute, dass es jetzt gerade en vogue ist, dass man vielleicht auch Ressourcen dafür findet, es umzubauen. Aber genau, frag mich nochmal in 5 Jahren, ob es was gibt. Das mache ich. Wir sind noch ganz am Anfang. Genau. Tine, wie geht ihr mit problematischem Material um? Ich kenne die Diskussion zum Beispiel auch eben aus dem Ethnologischen Museum, wie mit rassistischen kolonialen Bildern umgehen, weil einerseits gibt es ja diese Debatte um Evidence, wir brauchen diese Bilder, damit wir die historischen Fakten in Anführungszeichen haben. Gleichzeitig heißt das für Betroffene auch im Zweifelsfall Retraumatisierung, und in der Regel sind das genau die Menschen, die diese Bilder nicht brauchen, weil sie da sehen, was sie erleben. Haben. Das heißt, es ist dann eigentlich so eine Art, Bildung für privilegierte, weiß positionierte Menschen.
Andererseits könnte man sagen, wie es ja auch diskutiert wird, man kann auch Kant gegen Kant lesen, man kann auch bestimmte Bilder zeigen und sie entsprechend so vermitteln, dass wir wiederum daraus was lernen können, um eben genau antirassistisch zu arbeiten. Also wie machst du das oder wie macht ihr das in der Vermittlung? Was sind da Strategien? Also in einem Ausstellungskontext würde ich sagen, was weiß ich, manchmal zeigt man das Bild eben nicht und hat dann nur die Bildunterschrift und hat quasi den Kommentar der Leute. Wie macht man das eigentlich beim Film? Also auch da muss ich tatsächlich sagen, sind wir gerade wirklich total am Anfang. Also wir lernen gerade überhaupt erst, dass es nötig ist, sensibel damit umzugehen, wenn wir Sachen zeigen, die Stereotype wiederholen, die irgendwie sozusagen bei Menschen mit Rassismuserfahrung im Publikum dieses Unbehagen auslösen. Wir diskutieren gerade mal erst und in dem Moment, sozusagen, wo man das verstanden hat, dass das überhaupt nötig ist, kommt es einem ja unglaublich bescheuert und naiv vor, dass es einem jemand sagen musste. Aber ich bin jetzt einfach ehrlich, das ist frisch, dass wir das überhaupt verstanden haben. Und das passiert auch immer noch sozusagen in unterschiedlichen Zusammenhängen, dass es uns erst in dem Moment, wenn es zu spät ist und es ist passiert, bewusst wird. Also so ist, wir sind da noch nicht sehr weit. Und wir diskutieren auch, man muss auch ganz ehrlich sagen, wir fangen jetzt auch an, bewusst unser Personal zu diversifizieren. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, weil dann die Dinge sozusagen sich auch von innen heraus verändern. Aber es ist im Moment ist es noch ganz stark so, dass wir ein Haufen von Cinephilen sind, die auch irgendwie in der Filmwissenschaft nicht dafür sozialisiert, also auch so sozialisiert wurden, dass wir mit westeuropäischem, amerikanischem Kino an der Uni irgendwie zu tun hatten, wir lieben Kino, wir sind stolz, bislang sozusagen stolz auf unser Filmerbe gewesen. Wir hatten irgendwie sozusagen, wir haben uns gefreut, dieses Erbe irgendwie sozusagen dem Publikum zuzuführen. Und jetzt fangen wir gerade erst an zu verstehen, dass dieses Erbe vielleicht nicht nur ein Grund der Freude ist. Und wie gesagt, es kommt mir immer total bescheuert vor zu sagen, wir haben es gerade erst kapiert, aber es ist so. Mhm. Und wir diskutieren auch immer noch im Haus, weil nicht alle finden, dass zum Beispiel Triggerwarnung die richtige Methode ist. Und in welchen Kontexten, also beispielsweise Disney macht das ja jetzt auch, wir hatten neulich eine Disney-Ausstellung, sollen wir das im Kinderprogramm machen? Vorher ja oder nein? Was bedeuten diese Disclaimer? Das Publikum ist manchmal total verwirrt, wenn wir anfangen, Triggerwarnung und mit Disclaimern irgendwie umzugehen. Bei dem Film, von dem ich vorhin sprach, Le Kiriki, da ist es sozusagen, haben wir ein Publikum, das zwischen 3 und 6 Jahre alt ist. Das heißt, einen Diskurs danach anzubieten über Rassismus, also wie soll das gehen? Das ist nicht realistisch. Also haben wir angefangen sozusagen zu überlegen, wie können wir vielleicht durch vergleichendes Sehen einen Raum aufmachen. Wir suchen gerade Lösungen und wir sind mittendrin. Ja, vielen, vielen Dank. Ich würde gerne, bevor ich gleich öffne, diese Veranstaltung war gedacht, circa 90 Minuten. Wir haben ein bisschen später angefangen, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir so bis 15:15 nachmachen, wenn Sie alle Zeit haben. Und ich würde gerne, bevor ich ins Publikum öffne, nochmal rückbinden. Ja, Jaren, ich sehe dich. Das wollte ich auch noch sagen, dass ihr natürlich gleich noch die Möglichkeit habt, euch gegenseitig zu fragen oder etwas zu ergänzen. Ich würde dann auch gerne noch rückbinden wollen an dich, Björn, aber dann vielleicht erstmal Jaren, bitte. Ja, mir sind zwei Punkte nochmal eingefallen, und zwar einmal zur Thematik Triggerwarnung, Viktimisierung, und einmal zur Thematik Diversifizierung der Institution. Ich sehe das ein bisschen anders, die Diskussion um Triggerwarnung. Also ich denke, und ich kann ausgehend von unserer Arbeit sagen, dass es die Gefahr gibt, wenn man diese Diskussion auch tatsächlich sehr unkritisch reproduziert, dass es dazu führen kann, dass ungewollterweise und durch die Hintertür bestimmte Rassismen halt auch wiederholt werden. Also trotz guter Absicht nicht zu triggern, kann es tatsächlich sein, dass man Menschen, die betroffen sind, auch reviktimisiert, indem man sie wie viktimisierte, passive, objektivierte Menschen tatsächlich behandelt. Ich habe da einen anderen Zugang, und zwar einen anderen analytischen Zugang, als auch eine andere praktische sozusagen Auseinandersetzung eher im Visier. Und zwar
kann ich eindeutig sagen, natürlich sind Menschen traumatisiert, aber sie sind ja nicht nur traumatisiert und vor allem sind sie auch keine Opfer ihrer Traumata. Es gibt immer einen Moment der Auseinandersetzung. Und diejenigen Visualisierungspraxen oder Praktiken oder diejenigen Darstellungsformen, Solidarisierungsweisen, die das nicht als Gegenstand ihrer Solidarisierung und Partizipation sehen können, da gibt es nicht ein Problem mit dem Objekt, ja, was triggern könnte, sondern da gibt es ein Problem mit dem Gaze, also mit der Art und Weise des Sehens, weil sie das widerständige Moment vom Betroffenen eben nicht sehen kann. Ja? Und das wiederum in zweiter Instanz zu einer Verstummung führt. Ich habe auch, wie gesagt, auch wenn die Gewalterfahrung sehr groß ist und nachwirkt, ich habe nicht das Gefühl bei den Überlebenden des Brandanschlags 1984, dass ich es mit Opfern zu tun habe. Also haben wir sie auch nie als Opfer darstellen können, tatsächlich. Wenn ein Blick von außen kommt und Opfer sieht, bin ich mir sicher, dass dieser Blick Visualisierungspraxen finden wird, sie auch als Opfer darzustellen. Also darum geht es, die Art und Weise des Sehens. Und das bedeutet trotzdem, dass man sehr vorsichtig und sensibel mit Zeugnissen des Rassismus umgehen muss, definitiv. Aber das eröffnet, also diese Art und Weise des der Herangehensweise eröffnet ja nochmal einen ganz anderen Blick. Ne? Wie gesagt, es sind keine Opfer und auch bei Gewalterfahrungen wird es immer das Moment der sehr starken Auseinandersetzung geben. Und ich kann aus den Geschichten, aus den Zeitzeugenschaften, aus den Oral Interviews, die wir geführt haben, immer wieder auch nur das in den sehen, immer wieder das auch nur in den Vordergrund rücken, weil es Menschen sind, die sagen, uns wurde Gewalt angetan, aber wir sind keine Opfer, wir stehen aufrecht hier. Und das ist das, die Perspektive der Migration und die Perspektive des Erzählens. Das dazu, wenn ich noch einen Punkt zu den Institutionen machen darf, oder ja, möchtest klar. du noch? Darf Tine, ich? Wolltest du dazu? Ich wollte, glaube ich, einfach nur noch mal, bin nicht ganz sicher, ob ich es verstanden habe. Also wir haben beispielsweise jetzt gerade, letzte Woche Freitag war das, genau, einen Antidiskriminierungsworkshop gehabt. Und da ging es ganz stark darum, tatsächlich von zwei Persons of Color, die uns wirklich auch darum gebeten haben, sozusagen das Publikum nicht, ohne dass wir darauf hinweisen, Wiederholungen von Stereotypen beispielsweise zu Persons of Color oder People of Color, Entschuldigung, vorzuführen, weil sie dann in dem Moment sich einfach wünschen, sie sind vielleicht gerade nicht gut drauf, sie haben darauf keine Lust und in dem Moment können sie entscheiden zu gehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das verhält zu dem, was du gesagt hast. Kannst du mir das nochmal erklären? Weil ich habe es nicht genau verstanden. Also die Auseinandersetzung mit... Ja, genau. Aber in dem Moment sozusagen, also das war eine ja, andere, ja... Ist eine andere, wenn man die Menschen, die man triggern könnte, nicht als Opfer sieht, als potenzielle Opfer, sondern wenn man ganz klar sich selbst sozusagen, also den eigenen Blick in den Vordergrund rückt und sagt, und das sozusagen als Ausgangsmoment sieht. Und das ist vielleicht in Workshop-Situationen nochmal was anderes, aber in anderen Situationen, wo kollaborativ zusammengearbeitet werden muss, wo Wissen produziert werden muss, wo Geschichten erzählt werden müssen, ist es definitiv auch nochmal eine ganz andere Perspektive, die Auseinandersetzung mit Betroffenen in den Vordergrund zu rücken und somit auch die Strategien von Betroffenen als eigensinnige Praxen zu erzählen, die der Gewalterfahrung immer wieder auch ihre Kämpfe entgegengesetzt haben. Absolut. Weil das auch wirklich die Momente sind von Betroffenen, die sie in den Vordergrund rücken möchten. Aber was würde das jetzt, was würde das konkret für unser Kinoprogramm und sozusagen bedeuten? Ich glaube, das habe ich noch gerade nicht verstanden. Also für den Workshop wollte ich das jetzt nicht anwenden. Insgesamt das, sozusagen. Genau. Also der Punkt war ja in der Vermittlungssituation, wenn wir Sachen zeigen, sozusagen, das war die Frage. Also das wäre ja keine Workshop-Situation.
aber das können wir vielleicht später auch nochmal besprechen. Vielleicht darf ich da eine Frage reingeben, die vielleicht etwas damit zu tun hat. Kann es sein, dass das etwas mit den Beziehungen zu tun hat? Also, dass das mit dem Moment vor der Präsentation zu tun hat, nämlich auch wirklich Fragen des Kuratierens aufwirft und des Vermittelns und die Vermittlung auch als kuratorischen Prozess zu verstehen. Das heißt, dass man vorab, wenn man so eine Filmreihe macht, wenn man vermittelt und so weiter, dass das Vermitteln nicht am Schluss kommt, sondern dass das von Anfang an als kuratorischer Prozess gedacht wird und dass natürlich die Menschen, um die es geht, also not about us, without us, Teil dieses Auswahlprozesses sind und quasi die Vermittlung von Anfang an von den Menschen mitgedacht wird. Das wäre sozusagen meine Strategie, zu sagen, wir brauchen andere Ethiken des Kuratierens und des Vermittelns tatsächlich. Und nicht am Ende, wenn wir dann im Kinosaal sind und merken, oh, jetzt habe ich was gezeigt, das könnte vielleicht komisch rüberkommen, dann ist es zu spät. Genau, das habe ich gesagt. Also ja, dann genau. Oft in der Situation, wo wir zu spät sind. Ja. Genau, wir fangen gerade an zu versuchen, das neu zu diskutieren. Martha. Man könnte aber auch Zuschreibungen, die in Filmen auch vorkommen, auch aufgreifen. Also ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich nicht nach jedem Film auch eine Diskussion geplant, nehme ich an. Aber man könnte auch das so konzipieren, dass man vielleicht bewusst auch einen Film zeigt, der sehr viele Klischees, Vorurteile zeigt, ja, aufgreift, und man kann das auch thematisieren im Anschluss. Sich dazu positionieren, Publikum. Natürlich, ja. Ich wollte nur anmerken auch, also wir beschäftigen uns auch mit dem Thema, wir nennen das in der kulturellen Öffnung, also nicht Diversität im sozialen Bereich, aber wir sind leider auch nicht viel weiter. Also wir haben auch vor allem die kirchliche Vollfahrtsverbände auch mit sehr hohen Ausschlusskriterien von zum Beispiel muslimischen Migranten zu tun, weil da gibt es die sogenannte ACK-Klausel, also die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, also katholische und evangelische Kirche schließt muslimische Menschen aus. Also wenn jemand sich bei uns bewirbt, dann Muslime hat einfach schlechte Karten. Also, und das ist bei uns auch täglich ein Thema, ja. Das wollte ich noch dazu anmerken. Also ihr seid da nicht alleine, dass ihr nicht vorankommt mit dem Thema Diversität. Das knüpft, glaube ich, an den Punkt an, den ich anfangs genannt habe. Es reicht eben nicht, ein biografisches Motiv zu haben. Es braucht ein Wissen darum. Also das heißt, migrantische Menschen sind nicht die besseren Menschen sozusagen. Und das ist sozusagen die gute Nachricht, dass das ein gemeinsamer Prozess ist, den wir, egal wo wir wie positioniert sind, einfach nur gemeinsam gehen können. Ich würde das jetzt gerne rückbinden an den Film. Björn, all das, was du jetzt gehört hast, die vielen verschiedenen Überlegungen, wie seid ihr konkret bei der Filmauswahl umgegangen und was hat das letztendlich mit dem Visuellen zu tun? Weil wir haben jetzt sehr viel über Erzählungen gesprochen und auch über infrastrukturelle Fragen, aber was natürlich ja auch nicht unwichtig ist, beziehungsweise das Zentrale des Films ist, ist auch die Form, ist die Ästhetik eines Filmes. So können ja Filme, die zum Beispiel Rassismus verhandeln, dadurch, dass sie eine bestimmte experimentelle Form haben, oder ein Film wie Angst, Essen, Seele auf von Fassbinder, der so eine brechtsche, distanzierende Ästhetik hat, ja auch Rassismen erzählen, ohne sie zu bestätigen. Was ist aus deiner filmischen Sicht wichtig bei einem solchen, nennen wir es mal, Dekolonisierungsprozess in Bezug auf Form und auch Erzählungen? Also vielleicht erstmal würde ich das dann zusammendenken, also die Form mit der Art und Weise, wie Filme produziert werden oder wurden, dass dieser Blick darauf, auf die Kontexte, wie sind diese Filme entstanden, im Zusammenhang mit der Form eigentlich bei mir immer in der Recherche eine Rolle spielt. Gerade weil jetzt in Bezug auf die Filme der Reihe es oft so war, dass die Filme in Kontexten entstanden sind, eben unter prekären Bedingungen quasi, dass oft nur die Regisseurin nur einen Film machen konnten oder nur einige wenige. Und quasi, dass sich natürlich dann auch wiederum auf die Formen zurückgespiegelt hat. Also, dass diese Art und Weise, wie sind diese Filme entstanden, hat dann immer auch einen Einfluss auf die Form. Und diese Form wiederum unterscheidet sich dann natürlich von offiziellen Filmproduktionen mit viel Geld. Aber es wichtig ist zu sagen, dass nur weil diese Filme vielleicht in einem migrantischen Kontext entstanden sind, sind sie nicht automatisch widerständig. Also auch gibt es quasi heute wahnsinnig rückschrittige Filme, obwohl es quasi oft dann aus so einer, also das oft gesagt, es gibt so oft ein Narrativ, dass es quasi jetzt sind wir in einer postmigrantischen Filmkultur angekommen und das heißt, die Zuschreibungen werden anders dargestellt oder nicht mehr reproduziert, aber das hat, finde ich, die Recherche gezeigt, dass es
in der Vergangenheit wahnsinnig differenzierte Auseinandersetzungen gab und andererseits eben aber auch quasi Zuschreibungen reproduziert wurden oder heute noch werden. Also dass diese dieses Spiel mit der Form nicht automatisch, also dass es da keinen Zusammenhang direkt gibt, aber es doch auffällig ist jetzt bei der Recherche, dass viele der Perspektiven, die eben nicht besonders berücksichtigt wurden in der Vergangenheit, doch immer wieder einen anderen Zugang, eine andere Herangehensweise auch finden, mit den Menschen, die sie porträtieren, zu arbeiten. Und vielleicht noch ein Beispiel, quasi jetzt Filme von Jelimir Žilnik, die jetzt nächste Woche Thema sein werden. Er hat quasi eine Zeit lang in der BRD gelebt, aber hatte immer auch also einen sehr polemischen Blick auf die Verhältnisse und hat es zum Teil sehr klar analysieren können. Und bei ihm findet sich trotzdem immer so eine Spannung zwischen quasi so einem Ort, also man merkt diese Gewalt des Staates auch irgendwie, also so einen Ordnungszwang. Die Filme heißen zum Beispiel auch Antrag, Hausordnung, unter Denkmalschutz, Inventur. Also es sind so sehr dieser quasi Ordnungswahnsinn auch der Bundesrepublik wird da sehr deutlich. Und auch mit der Kamera, die ist oft sehr starr und porträtiert die Menschen. Aber trotzdem gleichzeitig sind die unglaublich ironisch oder immer wieder mit Brechungen, also arbeiten mit Brechungen. Und dadurch entsteht dann so ein, auch in dem Film ein Widerspruch zwischen diesem Ordnungszwang und eigentlich den Menschen, die sich dem entziehen können, auch eben durch ihre Strategien, durch ihren Einfallsreichtum, also auch eben quasi was eben auch vielleicht auch noch zu der Ethik des Kuratierens. Wir hatten auch viel Kontakt mit den Filmemacherinnen selbst, weil es oft eben kein Material zu den Filmen gab oder nur unter schweren Bedingungen und dass eben auch dieser Austausch wichtig ist, also zu wissen, wie sind diese Filme entstanden, was haben die Leute gemacht und quasi wie, unter welchen Bedingungen haben sie gearbeitet und wie kreativ waren sie eigentlich dabei, um überhaupt Filme machen zu können. Ja, vielen Dank. Das ist ja vielleicht auch etwas, was wir aus dem Feminismus gelernt haben, dass es jetzt nicht den feministischen weiblichen Blick gibt, sondern dass dieser natürlich immer gekoppelt ist an bestimmte Produktionsverhältnisse und dass deswegen diese Produktionsverhältnisse und der Kontext, innerhalb derer diese Filme entstehen, total wichtig sind. Liebes Publikum, haben Sie Fragen, Kommentare an Björn, an uns? Tja, dann guck mal, hier ist der Saal. Da sind 5 Menschen. Ah, 6, Entschuldigung. 6, guck mal, ist total voll. Ja. Haben wir schon zu viel erzählt? Gibt es irgendeine Anmerkung, irgendwas, das Sie teilen möchten? Da kommt etwas. Das war jetzt wirklich sehr, sehr viel. Von daher würde ich jetzt auch einfach noch mal sagen, dass ich total froh bin über diese Reihe. Und ich war sehr beeindruckt, ich war wirklich einfach unheimlich beeindruckt darüber, dass der Saal voll war an diesen ersten 2 Abenden, als ich da war. Und zwar nur von jungen Leuten. Ich hatte echt das Gefühl, das ist wahrscheinlich so eine, also es muss auch zu tun haben wahrscheinlich mit Ihnen und mit dem Hintergrund wahrscheinlich von der Hochschule, so habe ich das irgendwie mir vorgestellt. Also ich war wirklich beeindruckt und dachte, das sind ja jetzt alles Menschen eigentlich hier, die mit diesem Thema live wahrscheinlich noch gar nicht so viel zu tun hatten. Also es waren eben auch keine, ich hatte nicht das Gefühl, es waren Menschen, junge Menschen mit Migrationshintergrund. Ich war ganz wirklich sehr, sehr dankbar dafür und bin jetzt doch auch gleichzeitig, obwohl ich so froh war, auch ich habe auch gelesen, was Sie wahrscheinlich auf der Seite, genau, auf der Website dann eben auch veröffentlicht haben. Das gefällt mir und gleichzeitig bin ich aber auch so ein bisschen erschüttert darüber, dass alles noch so am Anfang steht. Weil wenn es jetzt schon 2 Jahre das 360-Grad-Programm läuft, dann ist es einfach auch wirklich unheimlich wenig, ja. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Institutionen es einfach schwer haben. Soweit einfach nur. Ja, vielen Dank. Weitere Kommentare, Fragen? Ja, ansonsten vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Wenn Sie Lust haben, bleiben Sie zum Film heute Abend von Sourabh Salesh, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird, Empfänger unbekannt,
Auch ein toller Film, ein bisschen schwer, aber sehr toll. Und die Filme von Jelimir Jilnik nächste Woche sind großartig. Das ist ein wirklich sehr, sehr, sehr toller Filmemacher. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an Martha, an Tine, an Björn, an Sie. Und natürlich, jetzt drehe ich nochmal um, an dich, liebe Jaren. Vielen Dank, dass du auch hier dabei warst, digital. So. Danke euch. Es war mir eine Freude und ich wäre sehr gerne bei euch gewesen. Ja, wir sehr, haben sehr dich gerne. Vermisst hier im Saal, aber guck mal jetzt, oh toll, guck mal, jetzt sind wir jetzt beide hier im Bild, das ist ja super. Guck mal, jetzt können wir noch ein bisschen rumspielen. Also vielen, vielen Dank fürs Hiersein. Björn, möchtest du noch abschließend irgendetwas sagen? Nee, vielen Dank an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und eben ich jetzt doch sehr, also auch das Gefühl bekommen habe, dass es wirklich ein Austausch irgendwie entsteht und man auch auf Arbeit aufbaut, die jetzt nicht erst seit heute existiert. Ist auch so, wir haben diese Reihe ja nicht jetzt als genialische Kuratoren irgendwie zusammengestellt, sondern eben auch auf Arbeit aufgebaut von vielen, vielen Menschen. Und deswegen freut es mich, dass diese Fäden, die sich so entspinnen, dass man die aufnehmen kann und da irgendwie auch selber dabei auch lernt. Genau. Danke. Prima. Schönen Dank an dieser Stelle an die Technik und Ihnen allen einen schönen Abend. Tschüss.